Hallo und damit herzlich willkommen zu unserem LS19 Let's Play von klein zu groß mit Heu. Wir haben ja schon in der letzten Folge drum gebankt, dass wir hoffentlich hier noch rechtzeitig fertig werden, beziehungsweise das Gras noch rechtzeitig fertig wird mit Trocknen. Und würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach gleich sofort an mit dem Wenden. Ich denke mal, das Feld werden wir auf jeden Fall in dieser Folge schaffen. Wir müssen mal kurz gucken, ob wir auch wirklich die Hydraulik-Schläuche hatten wir dran. So, dann runterlassen, anmachen und dann geht es schon los. So. Wie immer, gell, wenn euch das Let's Play gefällt, beziehungsweise, oh, jetzt hab ich hier einen Nachnamen. Wenn euch das Let's Play gefällt, natürlich wie immer ein Like da lassen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ja. Ansonsten hoffen wir jetzt. Ach, es war klar, dass er das mit nicht mitnimmt. Jetzt auf der Schräge. 360. So. Jetzt sind, na egal, dann müssen wir dann nachher nochmal lang fahren. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage. Wenn wir das jetzt nochmal so rum machen, dass wir sozusagen das hier dann noch mitnehmen, dann haben wir irgendwann einen riesigen, eine riesige Schwade. Oder, ja, gut. Wird schwierig. Ja, wir werden es dann sehen. Mal gucken, dass wir relativ viel Abstand dann dazu halten. Ansonsten werden wir das dann ja weiter sehen. So, ansonsten sind wir jetzt gerade so an dem Pfahl vorbeigekommen. Ich denke mal, Wenden dauert aber auch nicht so lange, wie nicht Wenden im Schwaden. Dauert nicht so lange, wie wenn wir jetzt zum Beispiel mit dem Werk machen, weil wir haben ja theoretisch die doppelte Arbeitsbreite. Kriegt man das noch? Ja, aber gerade so. Na egal, wir müssen dann sowieso nochmal die Feinheiten dann später nochmal. Nachdem wir nicht lassen, lassen wir es noch da liegen und beim nächsten Regen ist dann sowieso weg. Wir spielen ja auch schon wieder knapp einen halben Tag hier. Also jetzt nicht im Real Life, sondern im Projekt. Ihr seht schon, wir haben schon wieder 14.31 Uhr. Ja. Und was wir jetzt noch schnell machen werden. Obwohl, warte, wir machen erst noch die Schwade bis da vorne fertig. So. Und zwar habe ich mir nämlich mal was runtergeladen. Und zwar hatte ich ja gesagt, dass das hier voll kacke war, dass wir hier vorne, weil 45 Grad Biegung kriegen wir sehr schlecht hin. Und daraufhin habe ich mir Mods runtergeladen. Und zwar Zäune. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie groß der hier ist, beziehungsweise wie hoch. Jetzt ist die Frage, wollen wir so einen riesigen hinstellen oder. Ja, oder will ich mal die, aber das ist aber Nachteil ist halt. Obwohl, warte, der hier, warte, der so. Ja, der sieht gut aus. Der Vorteil, das sind eigentlich so die geilsten Zäune, weil halt die Pfähle genauso lang bleiben und dann nicht schräg wird oder sowas halt. Und dann platzieren wir den hier einfach so hin. So, vielleicht noch ein bisschen weiter vor. Zack! Einmal frei. So, weil dann haben wir hier nämlich schon mal wieder einen schönen, einwandfreien Abschluss hier. Hier kann keiner mehr runterfallen, beziehungsweise runterfahren. Und dann müssen wir halt immer schön hier unten so blub, blub. So, und dann sind wir unten. Ja. Ansonsten haben wir hier eigentlich einen wundervollen, schon bereits dreckigen, langsam dreckig werdenden Deutz. Ich habe das jetzt ein bisschen geregelt. Theoretisch sollte es jetzt bei euch leiser sein als wie in der letzten Folge. Deswegen wollte ich mich nochmal entschuldigen, weil es da halt wirklich richtig scheiß laut war. Deswegen haben es bestimmt dann von euch viele nicht weitergeguckt. Denke ich mal, weil es so laut war. Ich will mich deswegen entschuldigen. Ja. Ich wusste es aber auch nicht, ich habe, wie gesagt, schon zwei Folgen hintereinander aufgenommen, deswegen, ja, ist die zweite Folge dann leider auch nochmal so laut geworden. Ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, aber wir können es jetzt sowieso nicht was mache ich denn? Nicht mehr ändern. Ja, wir machen es hier gerade richtig schon russisch, beziehungsweise ich. Jetzt kommen wir nur um das, jawohl. So, weil dann fahren wir nämlich so rum, weil da wird es nämlich auch besser. Jawohl, passt.
Ja. Ansonsten, wir haben knapp 10.000 Euro. Gucken, was wir uns dann mal so übertrieben gesagt schönes kaufen. Die Betonung liegt auf kaufen. Die Frage ist, was wollen wir uns kaufen? Deswegen, also ich denke, wir werden vielleicht so dann in der, ja, ich denke mal so in der vierten, so in der vierten Folge werden wir dann bestimmt fertig werden. Und der Schwarte war ein bisschen breit. Na egal. Dass wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge dann fertig werden mit Ballen machen. Und jetzt ist es natürlich eine Vollkatastrophe. Jawohl, warte. Jetzt noch da. Oh, hier ja, noch richtig schön geleiert hier mit meinem Lenkrad. So. Ja, dasselbe geht natürlich auch für die letzten Bus-Simulator-Folgen. Tut mir auch sehr, sehr leid, dass das da so laut war. Ja. Was ich halt natürlich ein bisschen dann kacke fand am Ende dann in der zweiten Folge, dass dann unser Automat dann gesponnen hat. Das fand ich schon so ein bisschen rotze. Und die Schaden werden hier schon wieder viel zu breit. Ach man. Ah, egal. Kann man nicht ändern. Müssen wir dann halt zweimal fahren. Ist auch nicht so schlimm. Ja, komm, dann fahren wir halt zweimal und dann passt das. So. Ich würde dann erstmal sagen, wir gucken dann erstmal so später mal. So vielleicht, wenn wir dann so 50.000 Euro haben zum Beispiel, dass wir dann mal gucken nach größeren Wiesen. Wie es da so aussieht. Weil Wiese ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, weil zurzeit voll vor dem Metall. Voll vor den Drahtzaun. Weil zurzeit ist nämlich das Problem, dass wir nur die Wiese hier haben. Und da haben wir schon wieder ein bisschen stehen lassen. Komm mit. Ah ja, das geht nicht, kann es nicht. Dass wir da erstmal größer noch eine andere Wiese kaufen, weil obwohl wir jetzt eigentlich schon ganz gut so hinkommen hier. Aber trotzdem, natürlich erstmal größeres Land kaufen. Und dann erstmal größere, ach Gott, wie heißt es denn? Dann erstmal den größeren Traktor kaufen. Weil wie schon gesagt, es macht halt sehr, sehr wenig Sinn, wenn wir, große Maschinen haben, für die wir übertrieben gesagt 500 PS brauchen. Und die uns dann nichts nützt, weil wir nämlich einen zu kleinen Traktor haben, macht natürlich keinen Sinn. Wenn dann der Traktor nur 150 PS hat zum Beispiel, weil es dann einfach nicht ziehen kann, macht natürlich Sinn. Ich glaube, ich habe jetzt natürlich Sinn, dies Wumms bestimmt jetzt mindestens zweimal gesagt. Ja, ansonsten habe ich vorhin noch meinen zweiten Bildschirm aufgebaut. Ja, ansonsten. Ja, eigentlich gibt es nichts Neues bei mir. Ich habe jetzt den zweiten Bildschirm aufgebaut, habe das eingerichtet. Jetzt drehen wir erstmal schon rum. Habe das eingerichtet hier halt wegen den zwei Bildschirmen. Und die habe ich jetzt übereinander und dafür habe ich schon seit. Bestimmt habe ich vor 2 oder 3 Wochen angefangen, da dafür, sage ich mal, ach wie schön, so, sage ich mal, einen Minitisch zu bauen, sage ich mal. Weil der nämlich drüber kommt, weil ich habe, mein Schreibtisch ist nicht so groß, dass 2 nebeneinander passen, beziehungsweise dadurch, dass ich oben wohne, also oben unterm Dach, habe ich nicht so viel Platz dafür. Halt ja, dadurch, dass ich an den Schrägen gebunden bin, wird es dann halt immer schwierig mit nebeneinander stellen. Passt vor dem Platz her nicht, dann steht links neben mir auch noch ein Regal, wo ich alles Mögliche drin habe, mal den Lego Technik Porsche und halt eigentlich alles so halbwegs zum Dekorieren, sage ich mal, beziehungsweise von meinem Lego Zeug halt was. Also keine Ahnung, der Bulli und so weiter. Und ja, ansonsten, ja, und da habe ich mir so einen kleinen Tisch gebaut und da sind die jetzt übereinander.
Das ist eigentlich perfekt. Und unten auf den spiele ich, weil das ist unten ist der bessere als hier oben. Also unten habe ich den Asus. Muss ich jetzt gucken, aber irgendwas mit ZX oder irgendwie so. Und oben habe ich einen BenQ Sensei 3, glaube ich, LED. Wenn das jetzt der. Ach nee, es war. Ja, da oben steht, wartet. Es ist ein GL2240. Genau, ein GG. Ein GL2240 ist es. Und da ist dann halt oben, habe ich da manchmal zum Beispiel Google offen oder sowas, also halt sowas, was man halt mit zwei Bildschirmen sozusagen macht. Oder manchmal auch das Aufnahmeprogramm und so weiter, dass mir das hier unten nicht rumbammelt. Was natürlich, was jetzt zurzeit noch nicht geht, weil ich habe das Aufnahmeprogramm jetzt noch hier unten auf den Hauptbildschirm, den ihr jetzt auch seht. Es geht irgendwie nicht hochzuschieben, da muss ich dann irgendwann nochmal gucken, aber ich habe mir gedacht, ich setze mich jetzt schnell hin. Und mach die jetzt, ist besser als wenn ich hier mich jetzt noch 10 Minuten hier dran setze. 10 Minuten, ja. Ist besser als wenn ich mich jetzt hier noch 2 Stunden dran setze und die Kurven hier werden immer schön kantiger. Und jetzt noch eine Stunde mich hier dran setze und hier das versuche da oben hinzukriegen. Und dann am Ende, wenn man Pech hat und das aufnimmt, nimmt das oben von dem Bildschirm auf, obwohl ich eigentlich will, dass das unten den Bildschirm aufnimmt. Und so habe ich das jetzt erstmal hier unten gelassen. Ja, muss ich dann alles mal austesten, wie das so wird. Wir machen gerade eine riesige Spur, fällt mir so auf. Konnte ich ihn rauszoomen an mein Lenkrad? Ich glaube, es war das, oder? Ja. Aber so groß sieht die Spur noch nicht aus. Ja, egal, dann werden wir hier, ja genau, hier machen wir es wieder so wie das letzte Mal. Weil ansonsten wird die Kurve, wie ihr schon wisst, immer zu spitz. Und dann passt das. Ich habe einen ganz tollen Tipp für euch, und zwar, wie ich das immer mache, so mit der Ego-Perspektive, ohne nach hinten zu gucken, dass ich weiß, wo ist jetzt mein, wo ist jetzt zum Beispiel der Schwader. Und zwar gucke ich dann, stelle ich mich hier hin, so, dann bleibe ich kurz stehen, dann gucke ich, wo der hier ist, dann ist der da so ein bisschen übereinstimmig, so, und jetzt gehe ich hier rein, so, und jetzt gucke ich, ah gut, das werdet ihr jetzt nicht sehen, aber da vorne beim Schutzblech zum Beispiel hört das dann auf. Und dann sage ich zum Beispiel, die Niete ganz außen zum Beispiel ist dann so das Maximum, womit ich fahren kann. Also so mache ich das immer. Also ich setze mir dann sozusagen hier drinnen einen Punkt, wo ich weiß bis dahin. Oder hier zum Beispiel der Knüppel dann an der Seite. Also der Schaltknüppel oder der Spiegel halt zum Beispiel bei größeren Arbeitsbreiten. Sind halt dann solche Dinge, wo ich mir dann sage, das ist so das Maximum, was ich nehmen kann, damit das dann so herpasst. Deswegen fahre ich jetzt auch hier so, ohne dass ich nach außen gucken muss, weil ich weiß, dass es eigentlich passen sollte. Und hier wird die Kurve auch immer eckiger, deswegen fahren wir jetzt immer geradeaus. Nehmen wir kurz hoch. So, wieder runter. Dann geht es hier drüben nämlich weiter. Und so schätze ich mir das immer so grob ein, dass man so sagen kann, gut, bei der zweiten Niete, die da den Kotflügel festhält rechts, ganz rechts die, da ungefähr ist dann so der Schwader. So mache ich das immer. Wenn ihr da vielleicht auch andere Tipps für mich habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, also so mache ich das zumindest. Was besser als wie wenn man jetzt hier die ganze Zeit diesen hier macht. Ja, das passt. Das könnte knapp werden. Das wird sehr knapp. Nein. Es ist besser als wie wenn wir raus und reinzoomen die ganze Zeit von Ego nach von First Person raus, wieder in First Person und so weiter. Ach, die gefällt mir nicht, die Kante. Naja. Kann man nicht ändern. Wir nehmen schon wieder gar nichts mit. So. Na, so langsam wird es doch hier weniger. Ich glaube, wir schaffen es in der Folge nicht mehr mit unserem. Wie heißt? Rotter mit unseren Ballenpressen. Aber natürlich noch übertrieben gesagt für das Familienalbum. Mache ich dann gleich noch ein Foto, beziehungsweise das, was ihr als Vorschaubild seht, das mache ich aber erst nachher, nicht in der Aufnahme. Ja. Die Kurve wird immer schräger, ne? Uiuiui, was jetzt los? Ja, komm. So. So, jetzt halte ich das Lenkrad die ganze Zeit so, zumindest so viel wie es geht. Und jetzt nochmal. So, weil jetzt haben wir nämlich wieder eine relativ gerade Linie. Ich glaube, hier kommen wir auch nur noch zweimal lang, dann hört es nämlich schon auf mit unseren
wegen den Strommast. Ja, in der zweiten Folge sind wir da hochgeklettert, wie schon gesagt, und echt am besten nicht nachmachen, weil ich glaube, das ist nicht so gut, wenn man das macht. Beziehungsweise ihr werdet wahrscheinlich zu 100%ig mit dem Leben bestrafen. Macht's nicht, auch wenn, keine Ahnung, halt. Wenn ihr zum Beispiel da eure Kumpels soll sagen, komm hier, kletter da hoch, du bist in unsere Gang aufgenommen oder irgendwie sowas, macht's einfach nicht. Dann seid ihr die Schlaueren, wenn ihr es nicht macht, als wie wenn ihr damit dazugehört, sag ich mal. Macht keinen Sinn. Deswegen. Ist genauso wie auf Zugwaggons steigen und so weiter. Zumindest welche, die elektrisch sind, aber würde ich auch trotzdem nicht machen. Weil wenn man dann doch mal stolpert, sich irgendwie das Knie verletzt oder so, und man liegt dann da im Gleisbett, dann, ja. Ihr wisst schon, was ich meine. So, wartet, jetzt müssen wir mal kurz rausnehmen. Ach du Heilige. Ja, wie soll ich es denn euch sagen? Das ist ein bisschen gut geworden. Also ist schon ganz schön hoch. Also wir müssen dann gleich erstmal umsetzen. Und hier fangen wir jetzt erstmal an. Oh, nicht zusammenklappen. Und zack. Machen wir nämlich eine große draus. So gut wie es zumindest geht. Ja, damit wir dann nachher nicht auch das alles machen müssen. Ach, da drunter, ja. Jetzt. So. Dann machen wir hier nämlich noch ganz viele Schwaden. Ach ja. Und jetzt sind wir ja auch schon wieder fertig. Wieder was in einer Folge geschafft. Ich finde es natürlich persönlich schon ein bisschen langweilig, wenn man dann wirklich so knapp 20 Minuten nur schwadert, aber es gehört dazu. In echt, oh, jetzt habe ich aus Versehen vorne das Arbeitslicht angemacht. In echt braucht man dazu mindestens dreimal so lang, wenn es reicht. Ja, also von daher. Das ist schon cooler. So. Und jetzt wieder hier rüber. Ja. Ja, ich versuch's mal. Und es geht nicht. Das war wieder richtig Markus. Das war wieder so richtig mein Glück. Nein. Das geht nicht mitnehmen. Gut. So, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen. Ja, super. Ja. So, dann machen wir hiervon noch das kleine bisschen, was hier noch ist, mit darüber. Ja, genau, perfekt. So. Woohoo! So, jetzt versuchen wir das hier mit einem Durchgang hinzukriegen. Und. Ah, fast. Ja, nicht so schlimm. Ja, gut, das können wir dann. So. So, kurz ausmachen, während wir wieder vorfahren. Jetzt sind hier die Seite. Und dann machst du es auch erstmal wieder mit dem Video. Wir sind jetzt in dieser Folge nicht ganz fertig geworden mit Schwadern. Ist natürlich ein bisschen schade, ist aber nicht so schlimm. Dann geht es nämlich in Folge 6 weiter, oder? Nee, ja, Folge 6. Also ich, ja, kann so ein bisschen übertreiben. Dann geht es nämlich dann damit in Folge 4 weiter. In den restlichen Schwadern, beziehungsweise dann am nächsten Montag. Wie schon gesagt, wenn euch das Let's Play natürlich gefällt, um ein Like da lassen, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Den Abo-Button drücken und natürlich die Glocke aktivieren, da könnt ihr gar keine mehr verpassen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Montag. Ja, und wenn euch das Video halt gefallen hat, so wie immer, ja, wie ja vorhin schon gesagt, und ich wünsche euch noch einen schönen Montag und noch einen wundervollen Start in die Woche. Tschüss, bis dann.